Tag, ne? So, wir fangen dieses Mal Arktos. Warum bin ich rumgelaufen? Ich bin blöd. So, habe ich noch Topschutz an? Ich hoffe doch. Ah, jetzt ist er gerade aus. Setze ich einen ein? Oh, Fluchtseil. Ja, ist schon der zweite Versuch. Wurde ich zwischendurch nämlich unterbrochen. So. Ab geht's mit dir nach unten, Stein. Geh in dein Loch, wo du hingehörst. Ich auch. So, wieder Stärke einsetzen. So, Stärke. Genau. So, und ein weiteres Mal wird der Stein in das Loch geschoben. Da kriegt's er was. Und schon klatschen wir aufs Wasser. Und wir werden hinausgetrieben. Yay. So. Nach oben. So, hier. Okay. Müssen wir richtig sein, oder? Nee. Hier? Oder hier? Ja, hier. Ja, so. Hier mein Item. Richtig? Oh Gott. Mal gucken. Ist ja richtig. Nein. Muss jetzt mal gucken. Müssen wir den Schutz einsetzen? Also, ich muss jetzt zu diesen komischen vier Steinen kommen, glaube ich. Wir haben noch ein Item. Wasserstein, yippie. Puh, also hier kommen wir her. Hier muss den Stein hin. Und diese Leiter und die andere Leiter. Mal sehen, wo diese uns hinführt. Hierhin also. Wow. Ich bin verwirrt. Dann gehen wir mal da lang. Jetzt mal wieder zurück, oder was? Ja. Also mache ich das normal. Das ging schon mal besser. Also hier rein. Der Stein muss ja schon unten liegen. Dann wieder hier rein. Dann hier. Hier, gut. Dann gehen wir mal hier nach links. Zu der Leiter. Ist eigentlich noch ein Item? Ja, ist eins. Cool. Ein Hyperball. Wir haben eigentlich genug Hyperbälle. So. Gehen wir mal hier hoch. Wir haben eine Leiter. Dann gehen wir mal hier runter. Ach, hier sind die vier Steine. Ah. Ja. Das ist gut. Machen wir zuerst das hier mit den Steinen. So, dann kommt der weg. Gerade ein Pokémon gehört. Gehört. Alles klar. Den Stein hier rein. So. Und jetzt müssen wir Klubbeln 1 rein. Yes. Perfekt. Nee, nie hier lang.
blöd. Da haben wir Arktos. Hallo Arktos. Wie geht's denn so? So, was haben wir denn für Sachen? Und Hans bringt uns nichts. Jupp. Okay, Daunenreigen. Dafür ist es dabei. So. Mache ich vielleicht zuerst Daunenreigen. Und die sehe ich ja natürlich vorher. So. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache das so. Ich habe hier mehrere Hyperbälle, Superbälle und Pokebälle, auch Timerbälle. Und wenn ich aber total dran verzweifle, dann nehme ich den Meisterball. So, fangen wir an. Na komm, jetzt hier aber anfangen. Jawohl. Okay, Arktos, Level 50. Schaffen wir das? Bisschen schneller. Das ist schon mal gut. Weißnebel, Mist. Genau das sollte nicht passieren. Ah, kann ich da noch Statuswerte senken? Nee. Schade. Dann mache ich mal. Was mache ich denn dann mal? Ich könnte Erik schicken oder ich lasse weiter Philipp. Mache ich mal Aeroass. Mal sehen, wie viel das abzieht. Ja, das ist ja ganz gut. So zum Schwächen. Machen wir gleich nochmal. Willenslaser. Das heißt, die nächste Attacke würde sozusagen hundertprozentig treffen. Das ist aber so blöd. Man hat nochmal Willenslaser gemacht. Oh, Eisstrahl. Schade. Okay, ich hoffe, das war es noch nicht für Philipp. Gut, war es auch noch nicht. Weißnebel lässt nach. Und jetzt werde ich noch schnell einen Hypertrank einsetzen. Ja, schneller. Ja, Weißnebel. Oh, nee, Mann. Was ist das für ein Scheiß? Schicke ich mal eben Erik. Damit es, falls es vielleicht irgendwie physische Attacken macht. Vielleicht hat es ja, hat das Schnabel oder sowas? Nee, hat es nicht. Schade. Jetzt hat es sich paralysiert. Na egal. Okay, Erik ist eingefroren. Ist zu Eis erstarrt. Ist immer noch eingefroren. Gut. Ich würde mir keine Attacken machen, die wir uns abziehen, weil es sonst eventuell sterben könnte. So. Setze ich einfach mal einen Hyperheiler ein. Damit wir eine Runde sozusagen verbrauchen. Weiß nicht, wie viel fehlt, ist gut. Können wir noch irgendwas machen? Ne, können wir nicht. Wir könnten zum Beispiel einen X-Angriff einsetzen. Nur halt eine Runde zu verbrauchen. So, hoffentlich ist es jetzt tot. Ja. Dann können wir jetzt ohne Verlust zu Philipp wechseln. Okay. Weißnebel lässt nach. Perfekt. Und jetzt Daunenreigen. Ja. Noch etwas geschwächt. Sehr gut. Macht kein. Nein, ich nochmal Weißnebel. Macht Willenslaser. Das heißt, wir können nochmal Daunenreigen machen. So, jetzt haben wir es eigentlich bis auf. Aufs Schwächste geschwächt. Also auf Niedrigste geschwächt. Dann fange ich jetzt mal an. Ich glaube, ich werde einen Hyperball einsetzen. Erstmal nur Hyperball. Weiß auch nicht genau, warum ich jetzt die anderen Bälle noch habe. Aber egal. Timerball könnte sich als nützlich erweisen. Jetzt wahrscheinlich noch nicht. Aber eben später dann. Ah, vielleicht mache ich. Machen wir mal einen Pokéball. Nur so zum Spaß. Macht ja Spaß. Ist ja lustig. Oh. Naja. Ne? So. Geht weiter.
Ja, toll. Eisstrahl, bla 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 bla. Überstrahl. Überstrahl über Ball natürlich. Also irgendwie bleibt das nicht drin. Finde ich gerade ziemlich beknackt. Mal gucken, ob es jetzt noch klappt. Einmal hat's gewackt, naja. Und Agilität, schade. Ich glaube, es macht es auch schwerer zu fangen, wenn es jetzt seine Werte steigert. Okay, wir werden sehen. Es wackelt nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal. Das ist verzweifeln hier. Werf ich mal noch einen. Okay. Das war natürlich wieder super geil. Und setzt wieder Agilität ein. Oh mein Gott. So, machen wir Timerball. Ja, bringt noch nicht sehr viel. So, damit wäre Philipp jetzt auch weg. Okay. Was bringen wir als nächstes? Ein relativ unempfindliches Pokémon gegen Arctos. Okay. Ja, komm. Weißnebel. Jetzt machen wir noch einen Timerball ein. Und... Oh, es wackelt nicht einmal. Nicht einmal. Ach ja, ist zu verzweifeln. Und ein Überball. Einmal, zweimal. Oh, schade. Zweimal hat es gewackelt. Naja. Schaffen sie schon noch. Noch ein Überball. Das ist spannend. Wieder nicht einmal gewackelt. Das ist nicht knifflig. Naja. Weiter geht's. Überball. Yeah. Oh, schade. So, mal sehen, ob es überlebt. Ja, tut's. So, und dann setze ich mal wieder einen Übertrank ein. So, hätte zwar auch eine Druckgenesung einsetzen können, aber das bringt es einfach nie. Warum soll ich das jetzt auftauen? Ich werde sowieso nicht ab damit angreifen. Das ist wieder Agilität ein. Ich mach mal wieder einen Timerball. Mal sehen, wie viel das bringt. Einmal, zweimal. Oh. Immerhin zweimal hat es gewackelt. Das kann doch schon noch was werden. Okay, wir schaffen das. Jetzt bin ich zuversichtlich. Okay, einmal. Oh, einmal bloß. Ich werfe mal noch einen Timerball. Eigentlich kann das auch mal ein bisschen vorspulen, ja. So, werfe ich mal Überbälle. Ach, so was Sinnloses. Wie oft soll ich es denn noch probieren? Wie das aussieht. Okay. Eins. Dann werfe ich jetzt mal einen Timerball. Eins. Zwei. Drei. Boah. Eins. Oh. Alter. Ist das ein Scherz? Das lässt sich nicht mehr fangen, oder was? Komm schon. Komm schon. Alter, wie lange das dauert? Was ist denn das für ein Vieh? Okay.
Time am Ball. Jetzt muss es aber langsam mal klappen. Es muss einfach. Ernsthaft. Oh, blöder Weißnebel jetzt. Time am Ball. Und. Alter. Wenn er jetzt nicht drin bleibt. Ah, das geht nie. So, sorry Leute. Aber. Es hat mir keine Wahl gelassen. 1, 2, 3. Wow, es hat geklappt. Wow, wie ging das denn? Unglaublich. Ja, wir haben Arktos gefangen und Arktos geben wir keinen Spitznamen. Ja. Ich würde sagen, das war's. Guten Tag, Leute. So, ich stehe hier vorm Kraftwerk. Das heißt, ihr wisst bestimmt schon, welches Pokémon ich jetzt fange. Welches legendäre? Nämlich Zapdos. So. Ach ja, hab ich vergessen. Machen wir eben ein bisschen schnell weg hier. Erstmal hier den Top-Trag mitnehmen. Und jetzt einen Schutz, einen Top-Schutz. Richtig, stopp, der Schutz. Und jetzt geht's nach, auf zu Zapdos. So, natürlich noch alle Items mitnehmen eigentlich. Müssen wir das schon machen? Ach, das war ein Elektroball. So, das hat aber sowieso keine Chance gegen uns. Oh doch. Na egal. So, da war's weg. Das heißt, ich werde jetzt nicht mehr alle Items da anlabern. Ich gehe jetzt direkt zu Zapdos. Hoffe, ich verlaufe mich nicht zwischendurch. Wir werden sehen. Ah. Ne, ich muss hier hinten rum. Ja. Und da wären wir schon. Bei Zapdos. Frage ist, was soll ich zuerst machen? Ich glaube, ich setze zuerst Philipp vor. Habt ihr schon wahrscheinlich gesehen. Ich habe jetzt... Ah, Kampf geht los. Und zwar habe ich jetzt die Pokémon nochmal auf Level 70 gepusht. Oder trainiert, was auch immer. Weil die ja bei Zapdos etwas abgekackt sind. Und so geht das alles leicht. So, Down und Reigen natürlich. Wie immer. Versucht es auch noch wie immer zuerst zu fangen. Normal. Ansonsten, wenn nichts hilft, dann nimmt man Meisterball. So, wir sind paralysiert. Aber wir haben schon zweimal Downregen gemacht. Jetzt kommt das dritte Mal Downregen. Downregen. So. Und das, damit war es das schon von Philipp. Dann kommt jetzt Elektroball. Ich habe extra ein bisschen darauf auch ausgerichtet, uns die Kämpfe einfacher zu machen. Und zwar erstmal Blitz. Sorry, habe ich gerade irgendwie vorgespult. Ich muss meinen Daumen weglassen. Lichtschild mache ich erstmal. Hat sowieso nicht angegriffen. Ist paralysiert. Ah, ja. Eine Paralyse. Okay, ich glaube, ich müsste die Paralyse mal aufheben. Mit einem Hyperheiler, kein Beleber, ein Hyperheiler. So, dann geht es jetzt auch um einiges schneller. Geschmeidiger. So, haben wir erstmal ein Lichtschild. Um uns ein bisschen zu schützen. Und jetzt nochmal Blitz. Blitz, genau. Senkt die Genauigkeit. Ach, normal bloß. Ich dachte, es senkt die super stark. Naja. Donnerwelle. Toll, ist mal wieder paralysiert. Blöd, Mann. So, mache ich wieder weg. Alles klar. So. Mach wieder Agilität. Naja. Blöd. Er hat sogar schon seine Initiative auf Maximum. Das heißt, es ist schwerer zu fangen. Weil es halt seine Statuswerte erhöht hat. Dafür senken wir halt seine Statuswerte die ganze Zeit. So, haben wir jetzt 5 Mal eingesetzt.
Dann kommt es noch ein sechstes Mal. Ah, Scanner, naja, dann halt nicht. Schützt sich selbst. Okay, dann kommt jetzt das sechste Mal. Burschenabel trifft natürlich trotzdem noch, aber ist nicht sehr effektiv. Und genau das habe ich gewollt. Dafür ist Elektroball eben auch noch da. So, hat er die Fähigkeit, dass das, wenn es berührt wird, Paralyse abgibt, sozusagen. Also, dass der Gegner paralysiert wird. So, jetzt noch, genau, Kreideschrei und noch einmal Kreideschrei. Dann haben wir es eigentlich weitestgehend geschwächt. Die Initiative ist relativ hoch bei ihr. Oh, wir haben vergessen, es vorher zu schwächen. Dafür habe ich noch Tackle übrig gelassen, das nicht allzu viel abzieht. Ist auch gut so, weil wir haben jetzt schon zweimal die Verteidigung geschwächt. Stark. Das ist nicht so gut. Nicht so schlau gewesen. Mal gucken, ob wir es noch hinkriegen, das relativ gut zu schwächen. Ja, gut, Tackle. Ja. Nochmal Tackle. Okay, ich glaube, ich kann es nochmal wagen, noch einmal Tackle zu machen. Ja. Perfekt. Perfekt. So muss das sein. Jetzt machen wir noch einmal Kreideschrei. Ja, jetzt haben wir es so weit wie möglich geschwächt. Jetzt haben wir bestmögliche Voraussetzungen. Also nicht bestmöglich, weil es ja die Agilität gemacht hat, aber sehr gute Voraussetzungen. Und es geht los mit dem ersten Überball. Per Ball. Okay. Gleich mal raus. Zum nächsten. Und gleich wieder raus. Nächster. Ah, was ist denn das? Liegt das an der Initiative oder was? Wieso können die auch alle Agilität? Oh, zweimal hat es gewackelt. Okay, wir schaffen das noch. Eins. Komm schon. War es wieder draußen? Es wackelt schon gar nicht mehr. Komm schon, wir müssen das noch schaffen. Eins. Einmal wackelt es nur, das ist doch eine Frechheit. Okay, jetzt aber. Was ist denn das? Ich verstehe das nie. Warum? Liegt das wirklich an der Initiative, dass die so schwer zu fangen sind? Eins. Einmal wackelt das bloß. Gar nie mehr. Oh, super. Jetzt mal Pokéball ein. Wie oft das wackelt beim Pokéball. 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 Wie oft das wackelt. Okay, jetzt haben wir viele Runden gemacht. Jetzt müssen wir das Heimerball wieder bringen. Alter, nee. Komm schon. Eins. Das ist doch nie wahr. Liegt das wirklich nur an der Initiative? Dasselbe Problem haben wir dann noch mit Lavados. Eins. Die lassen sich einfach nie fangen. Eins. Warum geht denn das nie? Das ist nicht ja gemein. Ja, dann tut es mir leid, aber... Nehme ich halt wieder Meisterball. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. So, und damit hätten wir Zapdos gefangen. Okay, okay. Sehr gut, 1,6 Meter. Und wir geben natürlich keinen Spitznamen. Dann sage ich, macht's gut. Ciao. So, liebe Leute, wir stehen hier am Fuße des Glutbergs. Und da deutet sich schon an, welches Pokémon hier sein könnte. Ja, es ist Lavados. So, gleich mal hier den Felsen wegschieben. Kommt schon schneller.
etwas vorspulen. So, und jetzt hier weiter. Komm schon, nee, wir wollen jetzt keinen Kampf. Tschüss. So. Ah, ich hätte auch Top-Schutz einsetzen können, ich dödel. Wir wollen jetzt keinen Kampf. So, hätten wir. Ich habe schon gegen alle Trainer hier gekämpft. Links lang, glaube. Jopp. Nee, oder? Doch. So, hier durch. Das sieht gut aus. Sieht doch cool aus irgendwie. So, das ist dieses rötliche Gestein. Alles dampft. So. Also soweit es ein Pokémon natürlich gut aussehen kann. So, und jetzt haben wir das. Ist das schon? Nee, ist noch nie. Wer ist denn wieder? Das ist das finale Rätsel. So, und zwar lösen wir das, indem wir einfach die Felsen wegschieben. Und zwar eben so, 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 so. Und schon sind wir da. Hallo Lavados. Haben Philipp von. Der dann hoffentlich wieder Down in Reigen macht. Okay, dann geht's los. Jaul. Alle jaulen die. Alle drei. So. Guten Tag, Lavados. Wie geht es Ihnen? Die Herren, Damen, legendäre Pokémon sind ja mal neutral. Na? So. Flammenwurf, ja. Flammenwurf. Oh, verbrannt, naja. Sollten wir. Ja, wir sollten eine Top-Genesung einsetzen. Wäre jetzt das Beste. Ah, Feuerwirbel. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie Flammenwurf, zum Glück. Ja, komm. Ich war ja verletzt. Daunenreigen. Weiter. Geschwächt. Ah, es macht schon wieder Agilität. Das wird bestimmt wieder dasselbe Problem wie vorhin bei Arctos und bei Zapdos. Anscheinend ist die Agilität einfach zu hoch. Da kann man nichts mehr machen. Lassen sich dann nicht mehr fangen. Wie es aussieht. Ich probiere es natürlich trotzdem. Philipp kann nicht ausgetauscht werden. Achso, weil es noch im Wirbel gefangen ist, sozusagen. Ja, in der Zeit, dann fange ich mal an, das zu schwächen. Okay. Ein Volltreffer. So, Feuerwirbel müsste ich jetzt langsam mal verpissen. Philipp wurde vom Wirbel befreit, das ist gut. Und jetzt können wir es nämlich auch wechseln. So, halt mal Elektroball. Und der Ausdauer machen, Schluck fehl. Erstmal Lichtschild. Lammwurf. Kreideschrei. Okay. Ja, wieder Feuerwirbel die ganze Zeit. Ach ja. Und nicht, dass uns Elektroball noch hier entschwindet. Setze ich mal einen Übertrank ein. Jetzt wieder Agilität ein, aber hat sie schon auf Maximum wieder. Ach ja. Jetzt hat es nachgelassen, unser Lichtschild. Setze ich gleich mal wieder ein. So. Sehr gut. Ein Blitz. Ja. Ich glaube, ich werde die drei Vogelpokémon zusammenschneiden. Und alles in eine Folge. Ja, komm. Ja, das kommt alles in eine Folge. Ich beeile mich dann einfach mal schnell. Vielleicht sollte es vorher noch heilen. Attacke daneben.
Okay, kann nicht mehr gesenkt werden. Dann werfe ich mal den ersten Ball. Ha, den ersten. Aber ihr seht, es klappt wieder einfach nicht. Es will einfach nie. Ich meine, ich habe sogar Timerbälle drin. Ich dachte, mit den Timerbällen habe ich es, aber anscheinend nie. Okay, guck mal zu. Eins, zwei, zweimal. Nochmal. Eins, zwei, drei. Ah, verflixt. Okay, bei Lavados könnte das werden. Wir werden sehen. Ah, jetzt bin ich aber ganz gespannt vom Monitor. Eins. Ah, einmal. Eins, zwei. Oh, zweimal. Eins. Oh. Einmal, komm schon. Na komm schon. Komm schon. Muss doch jetzt mal klappen. Alter, wie viele Bälle ich hier wieder verbrauche. Mach ich mal mit Superbällen. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Ist aber auch eher unwahrscheinlich. Superball. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Dann hätten wir jetzt Lavados gefangen. Jupp. Okay, dann geben wir Lavados keinen Spitznamen. Und damit haben wir die drei Pokémon gefangen und ich beende diese Folge jetzt wirklich endlich. Ich wusste noch nicht, dass ich die anderen beiden mit hier davor schneiden würde. Aber das habe ich jetzt gemacht und jetzt ist es zu Ende. Tschüss.